Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Ella, kommst du? Wir müssen los. Ja, ich komme, Mama. Tasche, Rucksack, Puppe. Hast du alles eingepackt, Ella? Ja, Mama. Alles ist eingepackt. Hier wären wir. Dann mach's mal gut, Ella. Bis Freitag. Ja, tschüss, Mama. Bis Freitag. Hallo, Lara. Wollen wir im Bus nebeneinander sitzen? Ja, klaro, Ella. Das Darts Radio Gaga Team sitzt doch immer zusammen. Liebe 4C, willkommen zu unserer Klassenfahrt. Ihr könnt euer Gepäck einladen. Hurra, es geht los! Hey, Rainer Kumpel, hast du alles für unseren Streich heute Abend dabei? Klaro, Kumpel, das habe ich! Wir fahren jetzt auf Klassenfahrt, auf Klassenfahrt, auf Klassenfahrt. Wir fahren jetzt auf Klassenfahrt, juhu, hu. Wow, wir sind da. Wie schön ist es hier. Ja, ich bin schon gespannt, wie unser Zimmer aussieht. Klaro, natürlich, Charlotte, das machen wir. 4C, hört mal bitte her. Wir gehen jetzt in die Jugendherberge rein. Dort gibt es ein Zimmer für die Jungs und eins für die Mädchen. Und wir Lehrer haben
je ein Zimmer für uns alleine. Wir benehmen uns in der Jugendherberge. Das geht besonders an Rainer und Julius. Hier ist das Zimmer für die Mädchen und hier ist das Zimmer für die Jungs. Um 13 Uhr treffen wir uns alle am großen Tisch zum Mittagessen. Wer zu spät kommt, darf den Abwasch machen. Ich schlafe hier. Und ich hier. Und ich und Elke hier. Ich schlafe hier. Hört mal her, wir machen heute Abend das mit dem Streich. Also ich ärgere bestimmt nicht meine Schwester und ihre Freunde. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen, aber ohne mich. Also Jungs, ich würde sagen, dass wir den Streich ins Mädchenzimmer legen, wenn die Mädchen Zähne putzen, dann haben wir freie Bahn. Ein Lob an alle, dass ihr pünktlich seid, lasst es euch schmecken. Ihhh, Gemüsesuppe! Ja, Döner wäre best. Julius und Rainer, hört mal her, diese Suppe ist der Hammer. Und es wird jetzt nicht gemeckert, sondern diese Gemüsesuppe gegessen. Heute Abend gibt es nämlich Pommes oder Pizza, je nachdem, was man haben möchte. Und diese Suppe ist tausendmal gesünder als Döner. Also esst jetzt, ist die lecker, die Suppe. Ist die Pizza lecker. Nicht so scheußlich wie diese ekelhafte Gemüsesuppe vorm Mittagessen. Ja, da stimme ich dir zu. Es ist schon spät, Kinder. Wollt ihr zuerst Zähne putzen gehen, Mädels? Ja, Frau Birke, wir möchten zuerst. Psst, Rainer und Jochen, kommt ihr? Der Streich wartet, los! Ja, wir kommen, Kumpels, los! Was haben die nur immer für Ideen, meine arme Schwester und... Lara, ich bin so müde. Uah. Ja, ich auch, Ella. Uah. Rainer und Jochen, schnell weg! Die Mädchen kommen! Spinne, schnell weg! Was ist denn los, Mädels? Da ist eine Riesenspinne in unserem Zimmer. Okay, verstanden, Mädels. Beruhigt euch, ich mache euch die Spinne weg. Ach, diese Spinne, die ist nicht echt. Die tut euch nichts. Ich nehme sie mit zu mir. Ich ahne es schon. Julius und Rainer, kommt ihr mal bitte her. Das war die erste Verwarnung. Was sollte das mit der Spinne? Die Mädchen haben richtig Angst bekommen. Bei der dritten Verwarnung, also beim dritten Streich, werdet ihr abgeholt. Verstanden? Und morgen werdet ihr den Abwasch vom Mittag- und Abendessen machen. Und jetzt ab ins Bett mit euch. Los! Da haben die beiden aber einen auf den Deckel bekommen von Herrn Paule. Das ist gut so. Dann passiert sowas vielleicht nicht nochmal. Ich bin jetzt müde. Gute Nacht, Lara. Schlaf schön. Ja, Ella, ich finde es auch gut, dass Julius und Rainer Ärger bekommen haben für ihren Spinnenstreich, weil die Spinne auch wirklich ekelhaft war. Ich schlafe jetzt auch. Gute Nacht, Ella. Lässt es sich viel besser schlafen. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schön. Ella ist auf Klassenfahrt gefahren. Teil 2 von der Klassenfahrt kommt nächste Woche online. Hoffentlich benehmen sich in diesem Video Rainer und Julius und stellen nicht nochmal was an. Habt ihr Angst vor Spinnen? Ich schon. Ich mag Spinnen einfach nicht und finde es sehr schlimm, wenn die in meinem Zimmer sind. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video
gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da.